Man sagt ja gerne, in der Kürze liegt die Würze. Und ich glaube, damit wurde an dieses Replay gedacht, von Fohlenkind eingeschickt. Ja, der spielt sein WZ 131 da jetzt in dem Fall. Und ihr seht ja natürlich unten schon in der YouTube-Anzeige, wie lang dieses Video ist. Das ist wirklich nicht allzu lange. Aber es wird nicht minder amüsant, spannend, actionreich, so würde ich das jetzt mal sagen. Mit seinem 7er hier im 8er Gefecht, 7er Scout. Das ist natürlich immer schön. Jetzt schauen wir mal, was er so reißen kann. Oh, das war ja fast schon die Karambolage par excellence. Aber alles gut gegangen. Weiter geht's. Und jetzt schauen wir mal, ob er eher den Spot macht oder was dann der Fall sein wird. Und da hat er den ersten offen, zieht sich aber ein bisschen zurück. Und hier jetzt direkt mit dem Panther hat er da seinen Spaß. Und nochmal gekettet, hat jetzt hier einen schnellen Reload, kann also den hier gekettet jetzt halten. Der Panther hat ja keine Chance mehr, kann vielleicht noch ein, zwei Schüsse absetzen, aber das war es auch schon. Panther ist raus. Fein. Und schon mal die knapp ersten 800 Schaden. Not bad. Und hier jetzt der Tiger. Oh, da fährt er aber aggressiv runter. Auch auf den AMX. Den Tiger lässt er stehen. Schießt jetzt hier auf den AMX. Konzentriert sich auf eben diesen. Auch seitlich dann nochmal. Hat hinten die Arti offen. Jetzt nimmt er die Arti. Denkt sich, die anderen beiden interessieren mich eh nicht. Oh, der AMX guckt jetzt, glaube ich, auf ihn. Ja, aber hätte es... Auch, dass er guckt, stört ihn nicht, weil der wurde schon zerstört. Jetzt wird der GB Panther da entsorgt. Der Tiger ist noch da. GB Panther sogar mit einem Munitionslager. So, Tiger auch weg. Wahnsinn. So aggressiv mit einem Scout zu spielen, du. Das finde ich ja richtig schnieke. Und jetzt auf den T-44. Auch der kriegt eine ab. Der ging durch. Und nochmal. Immer voll drauf. Oh, der spielt so richtig, richtig schön. Mittig. Auf die Fresse. Voll drauf. Das finde ich richtig nice. Der hat keine Berührungsängste. Er denkt sich, nö, warum soll ich hier denn langsam machen? Ich bin 7 im 8er Gefecht. Läuft. Scout. Ja, die anderen haben auch kaum Panzerung. Das mache ich schon. So, da ist die nächste Arti. Auto-Aim drauf, zack. Hit Nummer 1. Und Hit Nummer 2. Und auch die nächste Arti ist weg. So, UI. UI will jetzt auf ihn fahren, oben auf dem Turm, da ist er weich. Trifft. UI bekommt jetzt von hinten nochmal einen. Ui, war gekettet, das war sein Glück und auch den zerstört. Wahnsinn, 3218 Schaden, 5 Kills. Und jetzt schauen, wo er noch den nächsten bekommt. Da der WZ. Oder der TVP. Ja. Noch einen. Und den nächsten. Wahnsinn. Und Kill Nummer 6. Und jetzt hat er das Pech, dass die Su ihn rausnimmt. Aber man muss dazu sagen, er hat 4039 Schaden gemacht. Hat seinen Krieger geholt. Und 2699 auch noch unterstützt. Also,
Wenn das nicht schnell und fleißig war, dann weiß ich es auch nicht. Er schreibt, ich wollte zwar eine Radley Walters, aber in dem Fall der Top Gun, da darf er schon sehr zufrieden sein. War eine super schnelle, aggressiv gespielte Runde, genau nach meinem Gusto. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich war nicht zu schnell im Reden. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.